Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich an die Serie Die Zwei? Die hieß im amerikanischen Original The Persuaders und war echte Durchschnittsware. Also wirklich 24 Folgen lang eigentlich immer die gleiche Geschichte. Zwei Millionäre, Roger Moore und Tony Curtis haben sie gespielt, haben eigentlich so richtig nichts zu tun, langweilen sich und lösen deshalb einen obskuren Kriminalfall nach dem anderen. Folgerichtig war die Serie in den USA auch echt kein Erfolg, aber bei uns wurde sie geguckt wie nichts Gutes. Ja, Wahnsinn, rauf und runter wiederholt, fragt man sich, warum? Wegen der ausgezeichneten Synchronisation. Es gab abgefahrene Sprüche noch und nöcher, die dann am nächsten Tag auf dem Schulhof echt mächtig Eindruck gemacht haben auch. Und das hat den Mythos Die Zwei begründet. Hallo, Sie. Schmusebacke, würden Sie Ihren Kachelofen freundlichst beiseite stellen? Man möchte passieren. Am 11. Juli 1972 startete im ZDF die englische Krimiserie Die Zwei. Tony Curtis und Roger Moore liehen den Detektiven aus Langeweile ihren prominenten Namen und das Aussehen. Ihren Erfolg in Deutschland verdankt die Serie aber anderen. Die eigentlichen Stars hießen Rainer Brandt und Lothar Blumhagen. Sie waren in keiner Folge zu sehen, arbeiteten zumeist im Dunkeln und im Vergleich zu den sichtbaren Zweien für ein Taschengeld. Euer Feingeboren, das ist mir allerdings neu. Ihnen scheint vieles neu zu sein. Die Synchronisation bei der Berliner Union Film machte aus dem teuren, aber doch sehr betulichen Fernsehkrimi einen echten Straßenfeger. 65% aller deutschen Fernsehgeräte waren zugeschaltet, wenn Brandt und Blumhagen ihre prominenten Kollegen Dinge sagen ließen, die so nicht im Drehbuch standen. Naja, ich sage immer, Hauptsache die Vorderzähne halten sie aus. Damit wird mir etwas schmerzhaft bewusst. Was denn? Ich bin der Nächste auf der Liste. Auch du kommst noch in die Kiste. Synchronregisseur Karl-Heinz Brunnemann und Rainer Brandt zeichneten für die Klamauk-Vertonung verantwortlich. Verarbeitet wurden aber Ideen aus dem gesamten Team. Schon bei der Besprechung, wie die Szenen gemacht werden sollten und die gesprochen werden, da wurde unheimlich viel gelacht und es wurden von jedem irgendwas zugebracht und daraus ergab sich das Ganze. Und so glänzte Tony Curtis mit hervorragenden Kenntnissen in Heimatkunde. Na komm, ich kann nicht rumrennen wie ein Vertreter aus Brackwede. Und das Fernsehen nahm sich kräftig selbst auf die Schippe. Eine Beule so groß wie ein Hühnerei. Ich weiß schon jetzt, was er als erstes sagen wird. Wo bin ich? Wo bin ich? Bei mir würde er sagen, was ist passiert. Was ist passiert? Man hat ja späterhin dann mal, wie die Serie ausgestrahlt wurde, im Bus dieselben Sprüche gehört, die da bei uns abgelassen worden sind. Ihr billiges Aftershave hat den Geruch von Elefantenpisse. Aber nach einem Jahr Lüften verfliegt sowas. Für Die Zwei erhielt zum ersten und bislang einzigen Mal eine Synchronisation einen Bambi. Die Serie löste eine wahre Flut von Nonsensvertonungen in den 70ern aus. Terence Hill lässt grüßen. Nirgendwo auf der Welt aber waren Die Zwei so erfolgreich wie in Deutschland. Im Gegenteil, in den USA war die Serie ein Flop. Und so endete für die deutschen Zuschauer der Spaß mit Brandt und Blumhagen schon nach 24 Folgen. Die Männer, die sonst keiner sieht, hier sind sie, Rainer Brandt und Lothar Blumhagen. Herr Brandt, was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie die Drehbücher zum ersten Mal gesehen haben von The Persuaders? Absolut wie eine Blockflöte, hohl, null, nichts. Langweilig? Nicht. Ja, gar nichts, gar nichts. Und was haben Sie also gedacht, mache ich nicht oder mache ich was draus? Naja, na doch, natürlich, wir hatten ja den Auftrag, was zu machen und wir durften was machen. Und ich habe das damals mit dem Regisseur, mit dem Karl-Heinz Brunnemann, wir haben das abgesprochen, was machen wir da? Und da geben wir mal richtig Gas. Und das haben wir getan. Und wir haben ja teilweise völlig neue Bücher gemacht. Also es hat ja mit dem Original gar nicht mehr zu tun gehabt. Ne? Wie ging das, Herr Blumhagen? Erinnern Sie sich? Ja, es ging sehr gut, weil ich kriegte ja dann das Buch, das fertige Buch, was er gemacht hat. Und ja, dann haben wir und das umgesetzt. Ins Atelier gegangen und da kam ja dann nur ein Spruch der andere. Und dann, da könnte man doch eventuell noch. Und dann haben wir es gesagt und dann wurde daraus musste die Fortsetzung gemacht werden, die musste auch komisch sein und so entstand natürlich aber auch im Atelier. Aber wie ist es gelaufen? Haben einiges, Sie übersetzt richtig, dass Sie irgendeinen Satz gelesen haben und haben gesagt, okay, warte mal, der klingt aber super langweilig, jetzt sage ich ihn pfiffiger oder haben Sie richtig dann gedacht, nee, was, raus, will ich gar nicht, was ganz anderes? Also ich sag mal so, im Original sagt der, das machst du nicht mit mir normal und bei mir, Ton weg, habe ich drauf immer diese scheiß Fliege, wenn ich die nicht abkriege,
was völlig anderes, was auf die Bewegung geht. Und das war das Komische. Aber passt es dann noch zu der Geschichte? Naja, nur selbstverständlich hat man hingebogen, es geht ja. Haben also Sie ihn nicht manchmal die, gesagt, sag mal... Die Geschichte ist ja im Rohzustand eigentlich geblieben und wir haben dann eine andere Geschichte dazu so gemacht. Also das, was uns eingefallen ist dann. Und es gab nie den Moment, auch weil der Regisseur gesagt hat, gib dem Affen Zucker, haben Sie nicht den Moment gehabt, vielleicht ist das der falsche soll Ausdruck, man das machen? Gib dem Affen Zucker. Also wir haben nur Gas gegeben, aber in es war zum Beispiel, ich kann eine Sache mal sagen, wo vorne Tony Curtis und Roger Moore stehen in einem Hotel im Vordergrund und aus irgendeinem dramaturgischen Grunde fährt die Kamera an den beiden vorbei und geht auf die Rezeption und da ist der Portier. Und das Telefon klingelt. Und der geht ran und sagt in Spanien, sí, sí, naturalmente, un momento, por favor, sí. Und legt den Hörer wieder auf. Und dann haben wir gesagt, so Blödsinn, was machen wir da? Überlegt eine Weile und haben gesagt, wir lassen den niesen. Und jetzt war die ganze Szene, der geht vorne, das Telefon klingelt, der geht ran, niest sechsmal, legt wieder auf und das war's. Das sind Szenen, da haben wir dann auch eine halbe Stunde nicht drehen können, weil es so komisch war, weil wir so lachen mussten. Ne? Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, haben Sie jetzt manchmal so die Augen zugemacht und sich vorzustellen versucht, wer jetzt wer war? Er, Rainer Brandt nämlich, hat Danny Wilde gesprochen und Herr Blumhagen hat den Lord gesprochen, seiner Lordschaft, so hieß er oft. Ja. Er war nun eindeutig Danny Wilde, nämlich der größere Sprücheklopfer. Ja, das bei die Komik lacht. Die Komik lacht. Nö. Die lag bei ihm und er hat das Blaublüte hier sowieso drin. Nicht? Er hat das durch das Spiel gemacht. Also ich habe so kleine Sachen, was wir mal geändert haben. Ja. Wir wurden verhaftet von französischen Soldaten, von französischer Polizei und ich musste also, wir kriegen Handschellen angelegt und da haben wir dann nur draufgelegt, wie ich so, hast du mal eine Mark? Ja. Also das sind die kleinen Sachen, die wir so. Ja, was eben dabei ist, so eine Geschichte lebt natürlich sehr von den Leuten, die im Studio sind. Ne? Haben die manchmal Geschichten mitgebracht, gesagt, haha, hab einen super Spruch gehört im Bus? Nee. Also erstmal bin ich in den Bus gefahren, aber der Bus hat dann später, die haben dann unsere Sprüche gemacht. Es gab ja zwei Leute, die haben ihren Doktor gemacht aufgrund dieser Sprachgeschichten. Ja, auf der Universität. Das war bestimmt eine lustige Arbeit. Ja, wahrscheinlich. Also das ist wahrscheinlich auch überhaupt der Erfolg der Serie gewesen, dass wir mit so viel Spaß rangegangen sind. Ja, jedes Mal. Ja. Hat einer von Ihnen geglaubt, dass Sie damit so eine ganze Welle auslösen würden? Nee, das natürlich nicht. Nein, ganz sicher nicht. Das weiß man ja nie, ob das nun eine Aufführung ist, die eigene, wo man mitspielt oder was. Man weiß ja nie, ob das ein Erfolg wird, nicht? Ja, ja. Man hofft immer, man geht auf diese Richtung. Aber das war komisch, weil es hat zwei, drei Tage später kam die ganze Welle, schwappte dann über die Kids und dann ging das in die Kneipen und dann hörte man die ganzen Sprüche immer, es kam alles zurück. Ist es denn nun wirklich von Ihnen, ich glaube, mich tritt ein Pferd? Das ist von mir, ja. Und das hat ja der Kamerad von der SPD, wie heißt er? Apel. Der hat ja da ein Buch drüber geschrieben, ne? Da hat mich das Pferd getreten, aber er hat es genommen. Haben Sie ihn angerufen? Nee, ich bin sowieso die bundesdeutsche Synchronkuh, bei mir haben sie alle gemolken. Also warum er nicht? Wie lebt sich eigentlich mit so einer Filmstimme, frage ich mich manchmal. Sie rufen irgendwo an und dann, das ist Roger Moore. Ja, das, ich bin's nicht. Also, ich bin. Ja, das weiß ich doch, Herr Blumenhagen, weil Sie stehen doch vor mir. Ja, wie lebt es sich gut? Das war eine blöde Frage jetzt, oder nie was mit passiert, oder wie? Nein. Aha, gut, dann würde ich eine andere Frage nehmen. Nämlich die, also jetzt auch ein großes Thema. Nirgendwo wird ja eigentlich so viel synchronisiert wie in Deutschland. Fragt man sich manchmal, ist das gut oder ist das übertrieben schon? Dass synchronisiert wird. Dass so viel synchronisiert wird, dass man gar nicht synchronisiert werden. Wie? Man könnte ja auch im Original gucken. Ja, und denn? Was verstehen Sie? Jutta Punimai, Schiskojene, Pistrachujo, Knokratalik, was sollen die da verstehen? Die verstehen noch nichts. Also ich habe neulich einen sehr guten Film gesehen, ich weiß jetzt nicht, was das war. Und ich habe die Sprache nicht gesprochen, vielleicht war das Russisch. Das ging sehr schnell. Es war wieder Niesen. Ich habe immer unten dann auf diese Einblendung des Textes geguckt und da geht natürlich wahnsinnig viel verloren. Ich weiß auch, dass die Leute sehr davon ausgehen, dass ein Film synchronisiert ist. Wenn es gut gemacht ist, muss der Film ja nicht schlechter werden. Mhm. Im Gegenteil. Es kann hier und da, natürlich, wenn man
Filme hat und der Verleiher kommt oder die von Amerika, weiß ich, der Regisseur ist da und sagt, ich lege großen Wert darauf, dass es so nah wie möglich, nicht nur an der Geschichte, sondern auch am Text bleibt. Am Wort. Dann macht man das so. Große Filme, weiß ich, also James Bond Filme oder Passage to India war das so, Reise nach Indien, also ernsthafte Filme. Ne? Das habe ich verstanden. Und wenn man aber einen Film hat, wo das nicht so ist, wo man sagt, naja, mach mal, das wird schon, da müssen wir ein bisschen, die müssen wir ein bisschen aufwerten, ein bisschen aufgecken, damit es komischer wird, nicht? Damit die Leute hinhören. Sagen Sie dann eigentlich noch synchronisieren oder sagen Sie dann schon, ich habe was Neues geschrieben? Nee, was sagen wir eigentlich? Wir sagen, wir drehen. Und wenn wir was drehen und was Komisches drehen, ist das was Neues. Dann ist es was Neues. Genauso wie die Käfig voller Helden jetzt, nicht? Das wurde ja auch schon mal gemacht und das ist einfach ein Thema, was nicht so unbedingt der komische Auslöser ist für das deutsche Publikum. Also haben wir es zurückgekriegt, ich habe es nicht gemacht, ich sollte es nun neu machen. Und da haben wir so überhochmetzt das Ding, dass es nun richtig ankommt und richtig komisch ist. Mit dem sächsischen und ein bisschen mit dem bayerischen und so. Und all diese Dialekte mit reingemacht und es ist komisch. Genau wie bei Die Zwei damals. Ja. Deshalb, Herr Brandt, Herr Blumhagen, wollen wir Ihnen den Palazzo Fernsehmythos-Preis verleihen. Allerdings auch nicht ohne zu fragen, haben Sie eigentlich verdient an den vielen Wiederholungen? Selbstverständlich. An, aber an den Wiederholungen? An den, ja, aber sowas von verdient. Was ist jetzt? Toll. Aber es kommt jetzt wieder, ne? Herzlichen Man kann Dank. Die zwei noch mal sehen auf Kabel 1, glaube ich. Das aber jetzt bleibe ich natürlich hier. Nee, Herr Brandt, ich muss jetzt wieder rausschmeißen. Ja, dann müssen Sie mich auf einer Trage rausbringen, also jetzt auf einer, mit einer Sänfte. Aha. Denn jetzt bin ich eine Hoheit, eine königliche. Allerdings, weil Sie den Palazzo Fernsehmythos-Preis haben. Ja, aber Mythos, das klingt so nach Aufhören. Nein, so ist es überhaupt nicht gemeint, das haben wir schon ganz oft gehört. Deshalb, also wirklich nicht, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch, meine Herren. Wir bedanken uns. Ich mache weiter. Herzlichen Dank. Danke.